Liebe Genossinnen und Genossen, es geistert ein großer Irrtum durch die Welt. Danach sei unser Bundesland ein bisschen verschlafen und lediglich das Umland zur Bundeshauptstadt. Ich für meinen Teil kann aber sagen, liebe Genossinnen und Genossen, das ist nicht der Fall. Das letzte Jahr in unserem Landesverband war ein politisch unglaublich spannendes, turbulentes und intensives für mich. Als Leiterin unserer Landesgeschäftsstelle durfte ich die politische Aktivität unseres Landesverbands erleben. Es ist ein Landesverband voller engagierter Menschen, voll Kreativität, voller Erfahrung aus vielen Jahrzehnten, politischer Arbeit aus ganz vielen verschiedenen Bereichen des Lebens. Sei es als Betriebsräte, als Aktive in der Flüchtlings-INI, als Bürgermeister oder in der BU. Oder eben als Mitglied unserer Landtagsfraktion oder der Landesregierung. Das alles sind unsere Genossinnen und Genossen und wir können stolz darauf sein, dass wir jede und jeden davon haben. Dass wir so eine große Breite von Menschen bei uns haben, ist eben auch die Stärke unserer Partei. Wir kämpfen für mehr soziale Gerechtigkeit in Brandenburg, wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit und gegen Ausgrenzung. Und eben auch gegen die Angst, dass von Deutschland doch wieder Krieg ausgehen könnte. Und dafür brauchen wir die ganze Breite unserer Partei. Und deshalb sage ich, wir können auf keine einzige Erfahrung von Genossinnen und Genossen verzichten. Ich war im Rahmen der Kreisbereisung in sehr vielen Ecken Brandenburgs. Ich habe die Anliegen der Genossinnen und Genossen gehört, auch in Gegenden fernab der Landeshauptstadt. Die Erfahrungen waren spannend. Ich lernte so viele engagierte Leute und gleichzeitig Landstriche mit erheblichen Problemen kennen. Gerade diese Kreisbereisung war für mich wichtig, weil sie uns auf dem Boden der Tatsachen hält und manchmal auch dahin zurückbringt. Für mich ist es wichtig, dass die Landesgeschäftsstelle niemals ihr da in Potsdam ist, sondern Anlaufstelle für jede Genossin und jeden Genossen, egal wo er oder sie in Brandenburg lebt. Tatsächlich sind wir ein besonderer Landesverband. Wir sind nicht nur ein Zusammenschluss von Menschen, die sich als demokratische Sozialistinnen und Sozialisten verstehen. Wir sind nicht nur Ansprechpartnerin bei Protest und Zorn über Ungerechtigkeit, wir sind hier auch. Und dazu haben wir uns durch Beschlüsse klar bekannt, Teil der Landesregierung. Unsere Entscheidungen im Regierungshandeln prägen die Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger Brandenburgs. Das gilt natürlich auch für uns durch uns ausgehandelte Kompromisse mit dem Koalitionspartner. Deshalb sind wir als Landesverband sowohl Ansprechpartnerin als auch Adressatin von Protest. Und niemals, liebe Genossinnen und Genossen, dürfen wir den Fehler machen, diese kritischen Stimmen nicht zu beachten. Wir brauchen sie, weil auch sie die Breite unserer Partei ausmachen. Sie sind Seismographen für die Stimmung der Gesellschaft. Zugleich ist unsere besondere Situation auch ein versteckter Vertrauensvorschuss der Bürgerinnen und Bürger an uns, nämlich nicht nur auf die Kritik im Detail zu achten, sondern das Große und Ganze. Deshalb ist es unverzichtbar, dass unsere Partei insgesamt die Orientierung für unser Handeln vorgibt und nicht nur Einzelne. Aus der Erfahrung der Breite werden wir die richtigen Entscheidungen treffen und diese Breite der Erfahrung müssen wir weiterhin im Landesverband stärken. Das heißt, dass wir als Landesgeschäftsstelle Verantwortung in die Fläche tragen wollen. Ich will regelmäßig die Kreisverbände besuchen. Ich finde es wichtig, dass es weiterhin die Regionaltage und die abendlichen Regionalkonferenzen gibt, auch weil ich der Überzeugung bin, dass es Aufgabe der Partei ist, dass sich Mitglieder der Landesregierung und unserer Fraktion den Fragen der Genossinnen und Genossen und der Bürgerinnen und Bürger aus der Region stellen und zugleich Anregungen und Fragen aufnehmen. Ich möchte, dass wir eine Mitgliederpartei bleiben, denn wenn ich will, dass Leute sich aktiv einbringen und am Parteileben teilhaben können, dann muss ich auch eine Sitzungskultur schaffen, Angebote von Kinderbetreuung oder auch Angebote von Menschen, die eben nicht so wahnsinnig viel machen wollen, sondern einfach nur in der Nachbarschaft Zeitungen verteilen wollen. Es muss also möglich sein, die eigene Aktivität selbst zu bestimmen. Und wir müssen Leuten, die in Ämtern und Gremien aktiv sein wollen, die Handwerkszeuge in die Hand geben, die sie brauchen, sei es durch politische Bildung oder durch gezielte Unterstützung durch Erfahrene. Und dann muss ich noch sagen, wir Linke sind ja immer sehr schnell mit der Kritik dabei. Sei es an den Verhältnissen, das große Ganze oder der konkrete Einzelfall. Aber wir müssen auch eine Kultur der Anerkennung und des Lobs entwickeln. Sich selbst auf die Schultern klopfen, das geht schon das ein oder andere Mal. Dadurch können wir tatsächlich auch unsere Stärken stärken. Eine Partei, in der man sich wohlfühlt und wertgeschätzt wird
und die gegenüber Bürgerinnen und Bürgern nicht aussieht, als hätte man gerade schmerzhaft 5 Imperialisten verschluckt, ist ansprechender und mit den Argumenten einnehmender. Sie macht Lust aufs Mitmachen. Persönlich habe ich mir vorgenommen, und da sind wir eigentlich schon die ganze Zeit dabei, dass das Luther-Bisky-Haus ein offenes und lebendiges Haus ist. Regelmäßig finden da Veranstaltungen statt, Ausstellungen. Denn wenn die Linke ein Ort des Austauschs ist, so müssen es auch ihre Geschäftsstellen sein. Im letzten Jahr sind 130 Menschen neu Mitglied der Brandenburger Linken geworden. Davon sind mehr als die Hälfte unter 35 Jahre alt. Das heißt, dass unsere Mitgliedschaft sich gerade sehr stark verändert. Unsere Aktiven werden zunehmend jünger, stecken in der Ausbildung, haben Familie. Das ist nicht überall so, aber trotzdem verändert sich die Mitgliedschaft. Sie sind vielfach nicht mehr politisch eingebunden, verfügen nicht mehr über eine spezifische DDR-Sozialisation oder waren vorher in anderen Parteien unterwegs. Es wird eine Herausforderung sein, diesen Menschen, und jede und jeder Einzelne davon ist wichtig und wertvoll, bei uns eine politische Heimat zu geben. Und das ist die Herausforderung, die ich mit euch gemeinsam annehmen will. Vielen Dank.